Was? Das gesamte Bergwerk wurde von dem Zauberer, der auf der Happy Wheels Seite lebt, fehlgeschlagen geklont? Uh-oh. Das ist Bergy als Mutant oder was? So sieht er doch immer aus. Da oben die beiden Froschaugen? Also tut mir leid. Das ist ein exakter Klon von der Bergbahn. Wenn ich in seine Facecam immer gucke, weil so in die Kreisrunde, dann sehe ich da auch immer die beiden Bübels da oben. Ja? Müsst ihr mal genau hingucken. Moin Leute, buenos dias zu einer weiteren Folge von Los Happy Wheelos. Paluten, erstes Level von Sailor Team ist auch unser erstes Level. Viel Spaß! Dankeschön, Bro. So, gucken wir doch mal, dass wir hier gepflegt den Char auswählen. Moin Palle, hab Spaß bei meinem ersten Level. Sei bitte nicht zu hart beim Bewerten. Okay. Ich soll ja mehr Texte lesen. Da habe ich ja das letzte Mal viel. Oh, okay. What? Sehr, sehr viel, nicht unbedingt Hate bekommen, aber einen kleinen Shitstorm. So, warte mal, jetzt muss ich hier so ein bisschen mehr Links-Rechts-Taktik, weil irgendwie. Jo, war das knapp. Da war aber meine alte Butterbirne sowas von auf dem Ziel drauf. Irgendwie waren da nicht überall Flaschen. Aber nur gut. Ja, war ein nettes Level, war jetzt nichts Besonderes. Paluten, erstes Level von Markus, der King. Hey Palle, das ist mein erstes Level und ich kenne mich mit dem Editor noch nicht so gut aus. Vielleicht schaffst du es in einem First Try. PS, Hululu. Hululu bin ich momentan auch noch nicht so richtig imstande. Links-Rechts-Taktik ist erlaubt und du wirst sie brauchen. Okay. Wo? Okay, wo kam denn... Das war aber eine Teleportation Mine, ey. So, warte, kurze Drehung. Jetzt nicht auf der Mine landen. Wo ist sie denn? Da! Okay, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Elegant. Elegant. Sehr elegant. Ich wüsste gar nicht, wofür wir die Links-Rechts-Taktik jetzt gebraucht hätten. Aber nun gut. Paluten, erstes Level von Boritz. Hi, Palle. Ich hoffe, du hast Spaß an meinem ersten Level. Und falls es nicht eingestellt ist, nimm bitte Timmy und Vater. Keine Links-Rechts-Taktik, falls man sie überhaupt benutzen kann. Okidoki. Gucken wir mal. Hier können wir aber zumindest... Oh, eleganter Backflip. Oh. Man hat uns unserem Fahrrad beraubt. Bin ich jetzt gleich wieder am Anfang? Ja. Hey, hallo. Oh. Hä? Wieso? Kann es sein, dass der komische Kindersitz uns da weggesnackt hat? Oh. Nochmal ein kleiner... Beim nächsten Mal probieren wir mal... Klar. Mist. Okay. So, bitte. So, so, richtiges Timing. Richtiges Timing. Ja. What? The freaking Chabaluga. Ja, ihr habt richtig gehört. Chabaluga. Nicht Tabaluga, sondern Chabaluga. Da kann ich, warte mal. Jetzt bitte, bitte, bitte. So, das Ding kann uns diesmal nicht köpfen. Wir zersplashen nochmal am Ende, aber snacken dann trotzdem den Victory. Oh yeah. Paluten, erstes Level von Svenja da Cupcake. Hey Palle, hier ist mein erstes Level. An manchen Stellen ist es zwar ein wenig schwer, aus meiner Sicht, aber es ist zu schaffen. Ist mein erstes Level, sei also bitte nicht zu streng. Knuddel. PS, hululu. Okay. Links-Rechts-Taktik ist erlaubt. Okay, da weiß ich, glaube ich, schon, wie ich rüberkomme. Indem ich, warte, so... So, elegant. So, eine kleine Mine. Na, kannst du noch? Na klar, wow. Natürlich. Nach vorne. Nach vorne. Jawohl. Was ist das denn da auf der Flagge? Krass. Okay, das ist gut gestaltet. Aber ich fand das Level auch so eigentlich ganz nice. Muss ich sagen. Paluten einfach von Cookie Emmy. Hallo Paluten, mein... Level ist eigentlich einfach nur der Victory. Was? Mein Level ist eigentlich einfach. Nur der Victory funktioniert nicht, aber ist markiert. Viel Spaß bei meinem ersten Level. Wir bekommen keinen Victory-Sound. Das ist natürlich eine einzige Enttäuschung. Nein, ist natürlich nicht eine einzige Enttäuschung, aber dieser Victory-Sound, der ist natürlich wie Balsam für meine geschundene Seele, für meinen geschundenen Hals, der hier ein wenig strapaziert wird. Oh. Hier ist der Victory, denn aus irgendeinem Grund konnte ich keinen erstellen. Okay. Der Victory sieht aus wie irgendwie ein Stück Brot oder so. Aber da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was gedeichselt werden, weil das war ja relativ unspektakulär. Paluten Easy Ru. Okay. Achso, RU steht für Re-Upload. Ich dachte irgendwie für Russian oder so. Von FF1502. Hey, Paluten, hier ist ein leichtes Level für dich.
Und ja, genau, steht für Reupload. Und ja, du bist der Geilste. Okay, schon die Bewertung. Wieso ist der Slow Part am Anfang? Was hier los? Aber das war ja auch nicht so der Schwere. So. Frontflip. Okay, so richtig hundertprozentig war der nicht. So, vielleicht hier nochmal ein kleiner. Oh, der war knapp. Yo, ihr blöden Minen. Oh, oh, wir haben sie freigelassen. Flieg, Petersel. Oh, da ist schon der Victory. War auch relativ einfach. Also, ich wüsste nicht, wo man da großartig hätte sterben sollen. Ich meine, wir sind schon frickin' Risiko gegangen, indem wir da so fesche Frontflips gemacht haben. Also, war schon ziemlich krass. War eine ziemlich krasse Show. So, Paluten Character von FreeArts Timbu. Hey Palle, ab jetzt jede Woche ein Level mit einem anderen Charakter. Viel Spaß. YouTube The Frasers. Ich kann nicht mal richtig den Namen. Guck mal hier, liebe Grüße Tim. Das ist so ein Name, mit dem ich was anfangen kann. Okay, wir lesen jetzt natürlich. Hallo Palle, viel Spaß mit diesem Level. Ich mache ab jetzt jede Woche ein Level. Wieso schreibt ihr das, was ihr in die Beschreibung geschrieben habt, nochmal ins Level? Deswegen lese ich auch ganz oft die Sachen in-game nicht, weil ich denke, okay, das ist im Grunde genommen wieder genau der gleiche Text. Okay, guck mal. Nach unten findest du meinen YouTube-Kanal. Dort erscheint nach den Sommerferien eine neue Serie, in der wir versuchen, alle Achievements auf dem GOM-HD-Server in Bed Wars zu kriegen. Okay, wieder ein bisschen Eigenwerbung. Das ist natürlich immer das Problem. Oft steht dann auch Eigenwerbung und keine Ahnung, wie man es als Let's Player macht. Man macht es irgendwie immer falsch. Das hat Smurfer auch mal ganz gut beschrieben. Als Let's Player ist man ganz oft das Arschloch. Wenn man mal irgendeinen Fehler macht, dann wird er leider... Vor allen Dingen, ich fand das auch so geil, das muss ich einfach erzählen. In dem einen Dingens habe ich ja habe ich den oberen Teil ja nicht gelesen, wo man da so einen Checkpoint benutzen konnte. Und ganz, ganz viele haben dann exakt das gleiche in die Kommentare geschrieben, wie Kommentatoren schon 10-mal vor ihnen. Ich meine, da haben sie die anderen Texte auch nicht gelesen, also die anderen Kommentare, weißt du? Und mich dafür dann richtig anmotzen, dass ich die Sachen nicht gelesen habe. Das war so völlig schizophren und sollte man sich auch mal ein bisschen in die eigene, wie sagt man? An die eigene Nase fassen, genau. So, Paluten BW must die. Baden-Württemberg muss sterben, oder was? Von Leo der Killer. Was? Das gesamte Bergwerk wurde von dem Zauberer, der auf der Happy Wheels Seite lebt, fehlgeschlagen geklont. Du musst nun deinen Segway nehmen und dir den Victory snacken, damit die Klone endlich verschwinden. Auf deinem Weg begegnen dir die Mutanten. Okay, das ist Bergie als Mutant oder was? So sieht er doch immer aus. Da oben die beiden Froschaugen, also tut mir leid. Das ist ein exakter Klon von der Bergbahn. Wenn ich in seine Facecam immer gucke, weil ich so in die Kreisrunde, dann sehe ich da auch immer die beiden Bübbels da oben. Ja? Müsst ihr mal genau hingucken. Auch bei Max, exakt das gleiche. So guckt Max auch immer in seiner Facecam. Und Smurf? Was ist los? Also, tut mir leid, das sind meiner Meinung nach keine Mutanten. Und nun kommt das schrecklichste Vieh ever. Also, tut mir leid, das ist ja wohl eine dreiste Frechheit. So sehe ich ja im Leben nicht aus. Also, tut mir leid, das ist skandalös hier. Oh, da steht GG. Wunderbarski. So, der obligatorische Schluck Wasser. Wie sagt Smurf immer so gerne? Hydrating! Hydrating! So, Paluten Bottle Run von Sogul LP. Hallo Paluten und andere, dies ist mein erstes Level, also erwartet bitte nicht zu viel. Liebe Grüße aus der Schweiz. Okay. Ich gebe dir den Tipp, Bottles fake und das Ziel ist nicht weit entfernt. Hust links, rechts. Okay, es ist möglich. Okay. Das war nun wirklich keine sonderlich große Herausforderung, aber ich freue mich jetzt auf den BMX-Park von Ghostcrafter HD. Hey Palle, das ist mein zweites Level für dich. Heute gibt es mal einen gefährlichen BMX-Part, also aufpassen. Oh oh. Sag mir bitte, ob es gut war und ob ich mehr machen soll. Liebe Grüße, Ghostcrafter. Okidoki, lieber Ghostcrafter. Gucken wir doch mal, weißt du, was für sicke Stunts hier machen. Oh, was steht hier? Ich kann immer noch keinen Backflip. Wir haben aber sowas von einem schmagotastischen Backflip hingelegt. Was passiert? Oh, ach, wir werden hier so ein bisschen hochgeschossen. Da unten waren so ein paar... Oh, da ist ein Herz. Okay. Hey, so ein richtiger BMX-Park war das aber nicht. Da gab es eine kleine Stelle. Da geht noch was. So, BMX-Parcours von Paluten-Stream. Hey, Paluten, das ist ein BMX-Parcours. Ich wünsche dir viel Spaß. Und noch ein Hululu. Okidoki, Paluten-Stream. Schauen wir mal. Einfach mal...
Okay, das war ein bisschen schlecht. Das hätten wir auf jeden Fall wesentlich schmagotastischer hier über die Bühne kriegen können. So. Elegant. Oh, hallo Paluten. Okay. Slow Part am Ende. So wie es Paluten will. Okay. Ja, ist immer gut. Und das signalisiert mir auch, dass dieses Level gleich zu Ende ist. Dass wir dann den Victory haben. Ey, heute sind wir durch richtig viele Level durchgekommen, oder? Oder bilde ich mir das einfach nur ein? Ja, völlig Bananas. Paluten BMX2 von Simon. Hey, Palle und andere, hier ein kleines BMX-Level. Euer Simon. Okay. Das ist aber... Alter, völliger Drogentrip hier von den Farben her. Okay, sieht aber ganz schick aus. So, vorsichtig. Schöne Drehung. Springen. Wir waren zu schnell zum Springen. Minen? Nein. Tot. Verdammt. Schönes Level. Da würde ich zum Beispiel, auch wenn das Level jetzt sehr pink gehalten ist, aber zum Beispiel dieses Level bietet die ganze Zeit Action. Es ist super schnell. Bietet hier so Richtungswechsel und hier diese Schwierigkeit, dass man da nicht wegsplasht. Also muss ich sagen, gefällt mir persönlich richtig gut. Ich mag es immer, wenn in den Leveln eine gewisse Grundgeschwindigkeit drin ist. Also, muss ich sagen. Also, es ist natürlich ausbaufähig. Aber trotzdem. Sehr, sehr schmagotastisch. Oh, warte. Jetzt könnten wir vielleicht sogar ins Ziel springen. Okay. Oh, fall ins Ziel, bitte. Jawohl. El Victory. Paluten Biker Nummer 2 von Pasi. Hey, Pelle, das ist mein zweites Level. Hat mir viel Mühe gegeben. Viel Spaß. Liebe Grüße. Pascal. Okay. Schauen wir nochmal. Okay. Kleiner Bottle Run. Der war aber ziemlich schnell vorbei, oder? So. Rehydrating. Ah. Leckeres Wasser. Das ist keine Schleichwerbung, Leute. Und ich musste leider, weil Pidissel hat mein normales Wasser, das ist leider alle, weil ich eben krank war und ich konnte nicht einkaufen gehen. Dementsprechend muss Pidissel jetzt immer Leitungswasser trinken. So, Paluten Bike Nummer 1 von Check-In. Hallo Paluten, das ist mein erstes Level. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und hoffe, es gefällt dir. Liebe Grüße aus Österreich von Tobias. Ja, Österreich ist ein sehr schönes Land. Flachau ist mein persönlicher Favorite. Weil da war ich immer ganz oft mit meinen Eltern im Skiurlaub. Das hat immer sehr, sehr viel Spaß. Ich wollte doch einen Backflip machen. Aber ein Backflip war keine gute Idee. Aua. Okay, warte. Mega Ramp. So, und jetzt müssen wir aufpassen. So. Ja, genau. Nicht zu schnell werden. Weil das wurde einem da zum Verhängen. Warte mal, ich glaube, diesen Slow Part, den muss ich gar nicht so slow nehmen, ey. Das geht auch ohne. So, ein bisschen bremsen. Oh, eleganter, komplett durchgekommen. So, warte mal. Ich bremse einfach doch. Wir gehen auf Nummer sicher. So, hier über die Bobbles. Und dann ist er doch da. Der Victory. Palutenbester Mann von Klarkheimer. Hi, Palle, das ist mein erstes Level. Bitte bewerte fair. Mit freundlichen Grüßen dein Klarkheimer oder The Crazy Noob. Crazy Noob, okay. Geheimer Victory. Das ist kein geheimer Victory. Das ist. Wow! Da sterbe ich bestimmt. Was ist das hier? Ist das ein Slow Part? Rieche ich hier einen Slow Part am Anfang? Was ist hier los? Oh, was soll ich da machen? Oh. Alter! Okay. Okay, was mit dem Secret Victory? Ich glaube, ich sollte es bewerten von 1 bis 6, würde ich sagen. Solide 3. Und was ist hier mit dem Secret Victory? Oh. Okay, was steht denn da oben? Da ist irgendein Text, aber der wird komplett vom Victory... Ja, ich kann den nicht lesen, weil der Victory einfach vor ist. Da kann ich... Tut mir leid. Da kann ich nichts machen. Lieber Crazy Noob. So, und der Crazy Noob hat auch das letzte Level des heutigen Tages gebaut. Okay, da kommt doch nochmal ein Huster raus. Tut mir leid. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und wir sehen uns morgen wieder mit Los. Happy Wheelos. Ciao, ciao.